Vielen Dank für Ihre harte Arbeit, Frau von Kammern. Sie dürfen sich jetzt setzen. Vielen Dank, liebe Zuschauer, dass Sie nochmal in einem kleinen Bonuspart von Phoenix Wright Ace Attorney Justice for All nochmal zuschauen. Ja, warum sage ich Bonuspart? Ganz einfach, weil wir heute sehen werden, wie der gute Phoenix Wright, ganz schön Probleme bekommen wird. Ah ja, das weiß ich schon. Warum? Weil ich der Richter bin und hellseherische Fähigkeiten habe. Ja, ja. Okay, langsam machst du mir Angst. Aber gut, ja, ich wurde in Kenntnis gesetzt, dass es noch ein, kleines, anderes Ende geben wird. Wir haben im letzten Part gesehen, ein wirklich Happy End, kann man so sagen. Aber es gibt auch noch ein Ende, ich habe mich so ein bisschen da schlau gemacht, die genauen Details weiß ich nicht, aber es gibt noch ein Ende dieses Parts, was nicht ganz so gut ausgehen wird. Und ich würde sagen, wir leben ja getreu dem Motto, muss ja alles festgehalten werden und so, Sie verstehen. Und deswegen gibt es ja heute nochmal Part Nummer 60. Ganz passend noch, dass es rund ist. Machen wir heute noch das große Finale. Also das hat im letzten Part aber nochmal was, das etwas andere Ende ist. So, also das kennen wir jetzt schon, dass wir jetzt zu dem Punkt sind, wir hatten ja jetzt diese drei Beweise von Karma. Jetzt gibt es noch das Wunder, dass wir sagen müssen, ja, halt, dass wir dem Guten, die Killer dazu bringen, seine Forderung zu beenden. Aber das werden wir heute nicht tun. Weil wir werden diese zwei Möglichkeiten nicht annehmen. Ich glaube, die erste kann man sowieso nicht machen. Dass er unbedingt schuldig gesprochen werden will. Das geht, glaube ich, gar nicht. Zumindest wüsste ich nicht, wie das gehen würde. Die zweite haben wir im letzten Part bewiesen, dass das geht. Nur, wir werden sozusagen die dritte Möglichkeit wählen. Und die dritte Möglichkeit ist, dass weder der Killer seinen Wunsch hegt, weder die Vereinbarung bricht, noch En Garde den Wunsch hegt, schuldig gesprochen zu werden. Und ja, Sie sehen, das Resultat ist ja eigentlich schon klar. Es wird so ausgehen, dass En Garde freigesprochen wird, Andrews schuldig gesprochen wird. Und ja, wir werden sehen, wie das Ganze dann untermalt wird. Ja gut, betrachtet das Ganze nochmal von der anderen Seite. Hat uns das nicht immer geholfen? Ja, ich weiß, Mia. Ich weiß, du wirst gleich ziemlich unglücklich sein. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was passieren wird. Ich kenne das nämlich noch nicht. Ich habe es nur gelesen. Es ist halt noch so ein etwas ungünstigeres Ende gibt, sage ich mal. Ich habe ja das schon vor einer Zeit fertig aufgenommen gehabt. Nur ich wusste nicht mehr, dass es da noch sowas gibt. Und ja, deswegen machen wir das dann auch. Ich dachte, das wäre dann nur direkt Game Over und schuldig und so, aber nee, es gibt wohl da noch ein lustigeres Ende und das schauen wir uns dann mal an. Ja, die kennen die Wahrheit noch nicht. Diese Wahrheit, vielleicht bringt sie am Ende das Wunder. Es wird aber leider kein Wunder geben, es tut mir leid, Mia. Oder auch Maya, dass ich sie enttäuscht habe. Gut, wir konnten sie ja so auch retten, aber naja, sie will ja auch, dass En Garde schuldig gesprochen wird. Aber da hören wir nochmal die coole Musik hier. Ich habe es Ihnen bereits gesagt, Herr Wright. Dieses Gericht braucht keine weiteren Beweise. Ich sag ja auch nicht, dass wir es sind, die diese Beweise brauchen, euer Herrn. Hä? Dann wollen Sie die Beweise dieser Person zeigen? Ja, euer Herrn. Bitte, euer Herrn. Herr Wright, wenn Sie mich derartig darum bitten, werde ich Ihnen noch eine Chance geben. Eine Chance? Bitte zeigen Sie Beweis der Person, die Sie für die richtige halten. Das geht nicht. Die ganze Sache nur einen Versuch herumzudrehen. Ein Versuch, mehr nicht. Ich muss versuchen, mich zu erinnern. An alles, was bis zu diesem Punkt passiert ist. Denk nach, Phoenix. Denk nach. Es muss einen Weg geben, Maya zu retten, gleichzeitig En Garde auszuschalten. Ja, den gibt's auch. Nur leider werde ich den heute nicht annehmen. Oh, eigentlich tut mir das in der Seele weh, eigentlich das zu tun. Aber wie gesagt, das muss ja alles festgehalten werden. Wir wählen einen unnötigen Beweis. Wir wählen Celestes Abschiedsbrief. Warum? Keine Ahnung. Bringt eigentlich gar nichts, das zu machen. Und wir wählen... es ist eigentlich egal, was wir wählen. Solange wir nicht das Video nehmen und die Killer auswählen, ist es egal. Wir werden das negative Ende nehmen und nehmen jetzt einfach mal Matt En Garde. Nun, was meinen Sie, Herr Edgeworth? Ich habe dazu nichts zu sagen. Und Sie, Frau von Karma?
Nun, ich wurde kürzlich angeschossen, also... Es tut mir leid, aber ich kann der Verteidigung nicht erlauben, fortzufahren. Was? Hier versteht keiner mehr, was Sie eigentlich sagen wollen. Warten Sie, bitte, noch ein Versuch. Es reicht mir, Herr Wright. Ich werde jetzt mein Urteil sprechen. Dieses Gericht befindet den Angeklagten, Herr Matt Engard, für... nicht schuldig. Ja, Jubel. Das ist alles. Die Verhandlung ist geschlossen. Und so endete der Fall. Ich rannte aus dem Gerichtssaal und ging allein durch die Straßen. Maya sah ich niemals wieder. Der Killer steht zu seinem Wort, also bin ich sicher, dass er sie laufen ließ. Das Urteil im Prozess gegen Frau Andrews folgte nur wenige Tage später. Natürlich wurde sie schuldig gesprochen. Das Wunder ist nie eingetreten. Vielleicht sollte es das auch niemals. Denn Wunder gibt es nicht. Ende. Also das ist wirklich ganz schön heftiges Ende, würde ich sagen. Ja, gut, so kann man das auch mal machen, ne? Also, wisst ihr Bescheid. Also, wenn man, ja, wenn man das ganze Leben zerstören will, dann macht das so wie ich. Macht das jetzt so wie ich. Also bringt das Leben von, ja, von mehreren Leuten aus den Fugen dieses Spiels. Macht das so wie ich. Nimmt nicht das Video am Ende und wählt nicht die Killer aus. Alter Schwede, das ist aber schon ganz schön hart. Naja, gut. Aber das war nur so ein... kleiner abschließender Bonus-Folge sozusagen. Ist ja jetzt auch recht kurz mit gerade mal knapp 8 Minuten. Ich hoffe nochmal an dieser Stelle, dass Ihnen das LP gefallen hat. Ich weiß noch nicht, es wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Irgendwann wird bestimmt auch der dritte Teil dann kommen. Eher im Anschluss an das schöne Ende aus dem letzten Part, nur damit Sie Bescheid wissen. Maya wird nicht einfach so gehen, weil das, was hier geschehen ist, das ist ja nur halb wie gesagt... um alles festhalten zu müssen und so, Sie wissen Bescheid. Ich bedanke mich, wie gesagt, fürs Zuschauen. Wann der dritte Teil losgeht, das werden wir sehen. Trials and Tribulations, irgendwann bestimmt. Ich denke mal so vielleicht Ende des Jahres, im neuen Jahr, irgendwie so in der Richtung. Jetzt erstmal gibt es eine Pause von Phoenix Wright. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und bis zu einem der anderen Videos und bis dann irgendwann Trials and Tribulations kommt. Bis dann und tschüss.